Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr im Titel erkennen könnt, gibt es heute mal wieder das Lieblingsformat auf diesem Kanal, und zwar Worst Fits. Und ich habe wieder drei Outfits rausgesucht, wo ich mir denke, Spaß beiseite. Nein, Leute, es ist natürlich nur meine Meinung und ihr müsst es nicht teilen. Ich möchte, dass sich niemand angegriffen fühlt, der wirklich diese Fits auch so rockt. Wie gesagt, ich denke aber mal da draußen, dass der Großteil meiner Community meine Meinung teilt und diese Fits halt auch richtig schrecklich findet. Aber Leute, fangen wir einfach an mit dem ersten Outfit. Ist klar, wir starten natürlich gleich, anstatt hier erstmal anzufangen, starten wir gleich hier oben. Und zwar ist das halt wirklich, ja, ich weiß nicht, also so an sich ist das Outfit vielleicht gar nicht so schlecht, aber was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist wirklich in erster Linie, warum habe ich zwei verschiedene Paar Schuhe an? Ich meine, dieser Trend kam zwischendurch schon mal auf, glaube ich, letztes Jahr, dass man, was weiß ich, zwei verschiedene Schuhmodelle, also jetzt sei es jetzt nur der 350er in zwei verschiedenen Farben oder halt eben irgendwie so, da eine Variation reinbringt, finde ich ja an sich gar nicht schlecht, aber einen 700er mit einem 350er Butter irgendwie zu vertauschen, weiß nicht. Dann ist schrecklich, ist einfach dieser 350er Yeezy ist einfach so hart gerockt und dreckig. Also das ist eigentlich eine Schande für jeden Sneaker-Liebhaber, sage ich jetzt mal. Und das Einzige, was an den Schuhen irgendwie zusammenpasst, sind halt eben die Schnürsenkelfarben oder allgemein irgendwie sowas. Und dann, ja, als nächstes mega schrecklich ist einfach, dass er die Hosen in die Socken gesteckt hat. Ich meine, gut, es gibt das Motto, willst du die Straße rocken, trag die Hose in den Socken. Aber, keine Ahnung, also dann, weiß nicht, finde ich das, ich finde es mega schrecklich. Ja, es sei denn, es ist eine Trackpants, die unten relativ weit ist und die man aber gern so ein bisschen, ja, quasi enger tragen möchte. Und da hält meistens ein Pinroll nicht, wie bei einer Jeans. Und dann steckt man es halt vielleicht so ein bisschen in die Socken, okay, aber das geht einfach gar nicht. Dann darüber hinaus, warum hat er das Band wieder ums Bein? Keine Ahnung, ich finde auch die Hose schrecklich, dass irgendwie, wenn schon was gerippt ist, dann noch unternäht. Also entweder rippt oder halt eben nicht. Weiß nicht, also mag ich persönlich überhaupt nicht. Ja, das T-Shirt ist recht cool, das ist ja die alte Supreme CDG-Kollabo. Die Brille ist auch echt nice, passt ja auch. Also die Tasche, das Shirt und die Brille passen extrem geil. Auch im Endeffekt zu den Socken. Also hätte er jetzt hier schwarze Sneaker an oder sowas, wäre das auch vielleicht noch okay gewesen. Aber ich finde halt auch, dieser Off-White-Gürtel ist einfach nur zum Flexen da, weil er passt halt farblich überhaupt nicht. Also weder das Gelb von den Schuhen passt zu dem Gürtel, noch eben halt dieser Kontrast zwischen Gelb und Rot. Also ja, einfach ein schreckliches Hype-Beast-Outfit. Und das zeigt halt wieder, er hat zwar Kohle für diesen ganzen Stuff, aber keine Ahnung von Mode. Machen wir weiter mit dem zweiten Foto und das ist hier schon wieder so ein halber Gucci-Verschnitt. An sich nicht schlimm, ich meine diese Trackpants und sowas, die gibt es ja von Destructive oder Minimal oder was auch immer überall zu kaufen. Von daher finde ich die Farbe mit dem Grün-Rot gar nicht so schlecht, weil es ja ein Komplementärfarbpaar, das heißt, die Farben harmonieren auf jeden Fall miteinander. Ich finde es dann halt natürlich schon wieder witzig, dass halt irgendeine No-Name-Firma halt eben Hoodies rausbringt mit dieser Gucci-Snake. Also ist für mich in erster Linie auch fake, weil es keine großartige kreative Eigenleistung ist. Ja, das einzige Positive an diesem Outfit ist im Endeffekt dieses Stirnband von Supreme, was mit dem Rot-Grün halt wirklich zur Hose passt. Der Hoodie mag auch nochmal gehen, aber Schuhe und Tasche passen halt einfach überhaupt nicht. Also die Schuhe sind halt so leicht cremefarben. Da hätte die Tasche, die ist halt silber. Also es passt halt null. Und dann noch die Wahl der Schnürsenkel. Hätte man jetzt die weißen Schnürsenkel von den Blazern Off-White Blazer genommen oder irgendwie die einfarbigen oder was auch immer, dann wäre das ja noch okay gewesen, weil auch dieses rote Tag von Off-White passt perfekt eigentlich zum Outfit. Aber so, weiß nicht, finde ich es halt echt schrecklich. Klar, das ist ein bisschen provokanter gemacht und so weiter, aber halt Neongrün und normales Grün zu kombinieren geht halt in meinen Augen gar nicht, geschweige denn halt eben dieses Orange mit dem Rot, also nee, finde ich halt echt schrecklich. Und das letzte Outfit, Leute, ihr wisst, dass ich gelb extrem gut finde und ich feiere auch die Hose extrem, aber ja, der Rest ist mir einfach zu viel, beziehungsweise, warum hat er jetzt schon wieder, also er hat glaube an dem Off-White-Gürtel hat er sich halt hier zwei Paar Blue Tints Yeezys aufgehangen. Wobei ich halt finde, okay, was soll diese, also
ich verstehe dieses Bild einfach nicht. Ich meine, man guckt sich ja Bilder an und denkt sich manchmal, okay, was soll das Bild mir sagen? Auf der einen Seite betont man halt eben das Outfit, auf der anderen Seite betont man eben halt eben durch ein Foto auch irgendeine Message. So, was soll jetzt hier die Message sein? Weil im Endeffekt, das Outfit an sich steht gar nicht mehr so im Vordergrund, weil er halt eben noch irgendwelche Schuhe dabei hat, die den Fokus irgendwie darauf ziehen. Die Blue Tints passen aber null zu dem gesamten Outfit, weil die halt eben dieses Bläuliche haben, passt überhaupt nicht zu Schwarz-Gelb. Dann das Schrecklichste, also wirklich das Allerschrecklichste ist einfach, dass er das schwarz-gelbe Outfit mit den Belugas kombiniert hat, die einen mega grellen orangenen Streifen haben. Also Orange und Gelb, das passt einfach null zusammen. Zumindest in der Optik und halt auch die Musterung, sage ich mal, von Beluga passt halt auch nicht zu den Streifen von Off-White. Und allem drum und dran, also ich finde es halt mega schrecklich. Und er hätte zur Not noch den normalen Brad Yeezy wählen können dazu. Weil der wäre komplett schwarz gewesen, er hätte zwar die rote Supply 350 Schrift gehabt, das wäre aber noch zu verkraften gewesen, als eben dieser große orange Streifen. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, warum er auch den Off-White-Gürtel hier als Umhängetasche benutzt, dann halt sich ins Gesicht nochmal hält. Also ich finde die Pose halt extrem affig und ich finde das Outfit halt schrecklich. Das Einzige, was mir an dem Ding gefällt, ist halt wirklich die Hose, die man vielleicht cool anziehen kann. Witzigste finde ich halt auch einfach, okay, er steht auf einem Balkon, aber warum steht dahinter so ein 0815 Stuhl? Also, weißt du, er flext hier mit einem Outfit, was vielleicht, an die 2.500 Euro kostet und dahinter steht halt so ein billiger, normaler Stuhl, wo ich mir denke, den hättest du auch wegräumen können. Also, naja, nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall auch eins der absoluten Worst Fits. Jetzt bin ich aber gespannt, was eure Meinung zu diesen Outfits ist, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Gelbe ist mein absolutes Worst Fit und ich krieg's Kotzen dabei. Aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung und wer es von euch noch nicht gemacht hat, checkt auf jeden Fall auf Instagram Worst Fits Bow aus. Dort lade ich regelmäßig natürlich solche Outfits hoch, die ihr dann ranken könnt und natürlich auch immer wieder was zum Schmunzeln habt, beziehungsweise wisst, okay, so sollte ich das definitiv nicht anziehen. Checkt auch mein Instagram ab, Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Format gefällt. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video.